Hey ho und herzlich willkommen zurück, Leute, zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed Origins. Wir haben beim letzten Mal versucht, Flavius zu erwischen. Das ist ja die rechte Hand von Julius Caesar. Und das Problem ist jetzt aber folgendes: Der ist abgehauen und hat in der Zwischenzeit versucht, in Siva sehr viel Chaos zu stiften, was er auch leider geschafft hat. Er hat auch einen Jugendfreund von Bayek getötet, der wie sein Bruder war. Und ich bin jetzt gerade dabei, hier noch einige Nebenaufgaben zu ja, erledigen, bevor wir natürlich Flavius hinterherjagen. Dazu muss ich jetzt erstmal mit Vitruvius, dem Ingenieur beim Aquädukt, reden und mal sehen, was uns dort erwarten wird. Ich weiß es gerade noch nicht. Bin aber sehr gespannt. Sag jetzt aber nicht, ich muss hier mich verstecken oder so. Die Soldaten sind hier erstmal keine. Irgendwas war da, glaube ich. Ich wusste. Ach Mann, ich wusste ja. Ich weiß nicht, ob ich den dann umbringen muss. Ja, oder nicht. Das werden wir noch sehen. Mit dem Feuerspielen steht da einfach nur. Ah, ein Aquädukt ist einfach nur großartig. Die Physik zu nutzen, bei dem Ausmaß, da waren die Römer echt groß drin. Mal gucken, was passiert. Ich bin gespannt. Vielleicht löst die Peitsche deine Zunge. Genug! Meine Arbeiter tragen keine Schuld. Schickt mir Soldaten mit etwas Verstand oder wir finden meine Dioptra nie. Feldherr Agrippa wird davon erfahren. Ein Römer, der sich für Ägypter einsetzt. Erbärmlich. Sag Agrippa, ich brauche echte Soldaten, die mir im Kampf gegen diese Diebe helfen. Und jetzt zurück zu euren Weinschläuchen, ihr nutzlosen Faulpelze. Okay, also ein Römer, der sich Bist für die du Griechen dafür einsetzt. verantwortlich, dass sich mein Volk zu Tode schuftet? Dein Volk? Es ist mein Volk. Ich halte es unter diesen äußerst widrigen Umständen am Leben. Doch wer bist du, mein ägyptischer Freund? Bayek von Siva, Beschützer dieser Menschen. Nun, Bayek von Siva, ich bin Vitruvius und entgegen der herrschenden Meinung sind nicht alle Römer eure Feinde. Wenn du deinen Leuten helfen willst, dann hilf mir. Unser Werkzeug wurde gestohlen. Mein Messinstrument, die Dioptra, ist wichtig. Ohne sie stoppt der Bau des Aquädukts. Die Lakaien des Feldherrn geben meinen Arbeitern die Schuld. Vielleicht suche ich nach deiner Dioptra. Mit ihrer Hilfe könnte dieser erhabene Fluss bald die Felder der Kyrenaiker bewässern. Sprich mit Dedi bei der Baustelle. Er hatte sie zuletzt. Fortuna sei mit dir, Bayek von Siva. War nicht Fortuna irgendwie ein Gott oder so? Irgendwo hier hinten? Genau, da oben. Aber sagt mir jetzt nicht, ich muss irgendwelche Wachen töten. Warum haut denn der ab? Sieht aus, als würde er abhauen. Ist ja sehr vertrauenswürdig, ne? Was ist mit dem los? Ich hab mir ja gleich. Bist du Diddy? Hartes Feuerzwickel! Ich hab sie nicht! Bitte, töte mich nicht! Ach, bange ich auch nicht. Ganz ruhig. Ich tu dir nichts. Aber sag mir, wo die Dioptra ist. Meine Frau brachte mir gerade eine frisch gebratene Hähnchenkeule zum Mittag. Es muss schon Wochen her sein, seit ich. Klingt köstlich, aber kommen wir zu diesem Werkzeug. Dein Essen hilft nicht weiter. Oh, verstehe. Also, ich ließ die Dioptra in der Höhle. Und als ich wiederkam, war sie weg. Gestohlen von Wölfen, Geistern oder Schlimmerem.
Wie sieht diese Dioptra aus? Wie eine Feuerschale. Aus drei Teilen. Durch ein Teil sieht man, mit einem misst man. Ich finde sie. Und du versuch nicht vor Angst zu sterben. Okay. Ich muss also drei Stücke einer Dioptra einsammeln, also eines Messinstruments. Okay, das könnten irgendwelche Wachen sein. Die Dioptra haben und dann natürlich die Schuld woanders suchen. Das sieht ja mal mega geil aus hier. Okay. Wir können Spit nehmen, schade eigentlich. So eine Klettermechanik hätte ich mir schwer bewacht. Ja, so eine Klettermechanik hätte ich mir übrigens damals für Horizon Zero Dawn gewünscht, wo nicht die Steine angezeigt werden, sondern so wie hier, ja, dass du irgendeine Erhöhung hast, dann kannst du einfach hochkraxeln. Weil es meckern auf hohem Niveau. Geht's denn hier lang? Noch höher? Ja. Seh nix. Ja, das Problem ist, du siehst halt auch nichts, ne? Ich sehe gar nichts. Kann ich nach oben kraxeln? Mal gucken. Ja, es geht. Aha. Banditenlager. Dann wissen wir, dass keine Geister das Werkzeug gestohlen haben. Ja. Ich genauso. Ägypter, die also auch noch klauen. Ne, es sind Römer. So wie es gerade ausgesehen hat. Hier schon mal nix. Sieht aus wie ein Teil der Dioptra. Ja. Alter, die haben ja ein richtig fettes Lager hier. Dieser Ort ist uralt. Er war schon heilig, bevor die Römer und Banditen herkamen. Trotzdem schleichen. Verbrennt, Alter. Ich hoffe, das bricht jetzt hier nicht noch weiter aus. Ich wollte nämlich erstmal das einsammeln und dann die anderen Teile sammeln. Perfekt, danke. Okay. Hier geht's wieder raus. Und wo geht's da lang? Sieht aus wie irgendein Eingang. Der natürlich keiner ist.
Okay. Sieht sehr interessant aus hier. Ich glaube, ich muss den Berg hochkraxeln. Kann das sein? Da hätten wir einen Schatz. Das muss ein großes... Also entweder ist es ein großes Lager oder ich habe keine Ahnung. So, das war's für dich. Ist noch irgendwo einer? Irgendwo muss ja der verschissene Kommandant sein. Ah, okay. Ist hier irgendwo noch eine Schatzkiste oder so? Okay, da haben wir's. Okay, da haben wir die letzten beiden Teile. Okay, gut. Also gehört das alles dem Banditen hier anscheinend. Ah, guck mal, wenn wir da haben. Gut, jetzt brauchen wir nur noch die zwei Schätze und dann... Alter, die haben eine Menge Leute ausgeschaltet. Müsste natürlich noch die zwei Schätze finden. Der andere ist da hinten. Heißt also, wenn ich wieder zurückgehe... Jetzt brauche ich eigentlich mich nicht mehr verstecken, aber... Mal gucken. So macht man das. So, da haben wir was. Geh doch. Ah, wo ist dieses Teil? Ah, hier. Teil des Messinstruments. Okay. Auf jeden Fall die Leute, die extrem beschissen behandelt. Die denn jetzt hier gemacht, die Idioten. Kann man denn hier? Dieser Bote wurde von Banditen gefoltert. An meine einzig wahre Liebe, Liebste, ich denke jede Minute an dich und wünschte, ich wäre auf unseren Imkerhof in deinen Armen. Silke hat die anderen Steinbrucharbeiter wahnsinnig gemacht mit seinem Gerede. Er ist entschlossen zu rebellieren
Und nichts, was ich sage, kann ihn umstimmen. Ich habe Angst um uns. Die Römer werden mit brutaler Gewalt antworten. Vielleicht kann ich das Andenken an Ägypten, das ich mir in die Haut gebrannt habe, mich beschützen. Ich wünschte, ich könnte dir den Hochzeitsarmreif schicken, den ich gemacht habe, doch ich traue dem Boten nicht. Ein rührender Brief. Habt ihr Merope, Liebende entzweit durch Unterdrückung. Erinnert mich an Aya und mich. Der arme Habti. Ich sollte mir das ansehen. Er hat sicher Ärger. Mit der Tätowierung sollte er leicht zu finden sein. Scheiße, ich konnte die Zivilisten also nicht retten. Eliminiere die Banditen. Also viele sind es ja eigentlich nicht mehr. Hallo? Geht doch. Da müsste der Armbreif wahrscheinlich drin sein. Noch ein Werkzeugteil. Oder nicht? Ich muss zurück zu Vitruvius, bevor an Dedi ein Exempel statuiert wird. Ja. Ich wollte jetzt eigentlich das hier erstmal fertig machen. Ein Gepard, glaube ich, war das gerade. Kann das sein? Woher, ja. Und tschüss. Oh ja, das gefällt mir. War's nicht schnell genug, mein Freund. Okay, ich gehe nochmal kurz zurück und besorge hier jetzt den letzten Schatz und dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg, um natürlich das aufzuhalten, ne? Der Schatz soll irgendwo da hinten sein. Alter, mir tun irgendwie die Leute leid, Mann. Das kannst du eh nicht ändern. Da, wer ist das denn? Ah ne, das ist eh noch von meinen Leuten. So, warte mal. Mach mal die Fackel an, damit ich mehr sehe. Da hinten soll irgendwo eine Kiste sein. Gibt es? Hä? Warte mal. Jetzt geht eine ganze Folge lang nur um... Nee, komm. Hier fehlt noch ein Schatz. Ja, kack drauf. Dann gehen wir jetzt erstmal zurück. Bevor hier eine Person exekutiert wird, muss er nur auch nicht sein. Und Flavius müssen wir auch noch erwischen, also... Ach ja, das wird lustig. Ach nö.
Komm schon, Bayek, du musst dich ein bisschen beeilen, mein Freund. Bevor ein Unschuldiger stirbt. Feldherr Agrippa wird uns sicher alle auspeitschen lassen. Allesamt. Na, ich glaube nicht. Wir können ja beweisen, dass der eine Bauer das nicht war, ne? Oder der Sklave oder was auch immer. Du hast sie? Du hast meine Dioptra? Ich habe sie oberhalb des Aquädukts gefunden. Wirklich? Einige meiner Arbeiter wollen dort Stimmen gehört haben. Sie dachten an Geister. Doch ich hielt das nur für abergläubischen Unsinn. Das ist erledigt. Euch sucht nichts mehr heim. Weder lebendig noch tot. Exzellent. Jetzt hat Feldherr Agrippa keinen Grund mehr, meine Arbeiter zu quälen. Er wurde noch ehrgeiziger, seit Flavius aus Siva zurückkehrte und keinesfalls im guten Sinne. Danke, Bayek. Du rettest meinen... unseren Leuten das Leben. Ich schulde dir was. Fortuna sei mit dir, Vitruvius. Deine Arbeit wird vielen Menschen in der Kyrenaika helfen. Ja, das war eine kurze Zeit, wo zwischen Rom und Ägypten Frieden herrschte. Und ich sag's jetzt extra so. Weil es gab immer Unstimmigkeiten, also in den beiden Reichen, ja. So, warte mal, Freiheit nehmen. Dem Feuer spielen. Ich wollte eigentlich mal was anderes machen, aber gut. Hey, wo ist denn die Hauptquest? Ich soll doch eigentlich Flavius oder nicht? Letzte Abwägung. Okay. In die Richtung. 1,5 Kilometer. Geil. Ist ja nicht so, als wäre es um die Ecke, ne? Aber ob ich das jetzt bis da hinten hin schaffe, weiß ich auch nicht. Naja, mal gucken. Haben wir hier einen Schnellreisepunkt eigentlich? Nö. Haben wir nicht. Kyrenaika, die ist da hinten. Das ist eher so römisches Hoheitsgebiet. So, mein Freund, komm, wir müssen weiter. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob wir das jetzt denn in der Folge noch schaffen. Aber ich glaube mal ja weniger. Aber ich kann ja zumindest mal in die Richtung galoppieren. Was ist denn hier hinten los? Geh, geh in die Flammen. Flavius wird deine Verbrechen von dir brennen. Flavius macht unsere Höfe fruchtbar. Unsere Kinder fett. Sie halten Flavius für ihren Gott. Das ist doch Wahnsinn. Das Feuer des Löwen reinigt dich. Ich büße für meine Vergehen, Flavius. Fühle die sengende Hitze der Ich kann da eh nichts machen. Das müsste ich ihn töten, das wäre nur Quatsch, ne? Wenn man sich anguckt, wie die Römer das alles hier behandelt haben. Oh, krass. Tarsinus Außenposten.
Ja, die Römer haben das als ihre Chance angesehen, die Leute damit besser kontrollieren zu können, ne? Durch Niemand Angst. Darf das Heilkraut nehmen. Nur römische Sensen dürfen... Dieser Mann ist nur noch Flavius' Sprachrohr. Nur römische Sensen dürfen Sylphium ernten. Bleib weg! Diese Sylphiumfelder sind Eigentum der Republik. Alter, irgendwas stimmt doch mit den Leuten hier nicht. Kyrenaika. Die haben auch teilweise mit Angst und so regiert, ne? Aber schon krass, wie lange die überdauert haben. Ich meine, wie gesagt, die Römer und die Byzanz sind eigentlich eins und dasselbe, kannst du sagen. Ist nur eine Teilung des Reiches gewesen, wenn du so willst. Und selber nannten sich die Byzantianer ja auch Römer, ne? Ich glaube, die wurden nur minimal anders geschrieben. Und die haben 1000 Jahre überdauert. Das müsst ihr euch mal vorstellen, ne? Weitere 1000 Jahre. So, was haben wir denn jetzt hier? Die haben jetzt erstmal Haupt- und Nebenaufgaben. Unterhalte ich euch nicht? Der Fluch von Kyrene. Das können wir noch machen, bevor ich ausmache. Aber ich bin hier jetzt in einer römischen Stadt, kann man das so sagen? Ja, ne? Das ist also die leuchtende Stadt Kyrene. Sehen wir uns die Zivilisation mal an, die die Römer den Griechen hier gebracht haben. Eine Ode an den Löwen von Rom. Dünne Pfeile stecken tief in meinem Herzen. Liebe plagt die Brust, die sie ergriffen. Okay, ich soll dann nach oben. Soll ich mich ergeben oder die Flamme schüren, indem ich mich wehre? O Flavius. Es ist schon krass, wie viel Macht Flavius hier hat. Aber bald setzen wir dem auch ein Ende. Dann ist Flavius halt auch nicht mehr. Okay. Eigentlich entweiht man ja dadurch die Götter, glaube ich. Boah, ist das eine große Stadt wieder mal. Springe vom Tempel des Zeus. Okay. Sprich mit Ezio. Fremder, Fremder, hierher. Was ist mit dir los, mein Freund? Das war das Großartigste, das ich je sah. Und ich sah schon eine Schlange, eine Katze verschlingen. Eine Katze, ehrlich? Und wer bist du? Ezeokles, aber meine Freunde nennen mich Ezio. Nun, Ezio, ich bin Bayek. Wie hast du das gemacht? Kannst du zaubern? Springst du nochmal für mich und meine Freunde? Auf dem Weg erzähle ich dir von meiner Heimat, der fantastischen Stadt Kyrene. Wie könnte ich dieses Angebot ausschlagen? Geh voran, Ezio. Meine Bande und ich geben dir eine Stadtführung, Bayek. Oh, eine Bande? Ja, ich bin das wichtigste Kind in ganz Kyrene. Das sieht man, Ezio. Gehen wir zu den Bädern. Da laufen die Menschen nackt herum und lassen sich mit Ölen einreiben und massieren. Ich hasse es, wenn meine Haare nass werden. Du nicht auch? Deshalb habe ich es ja auch abrasiert. Und hinter den Ohren waschen auch, oder? Ja,
Ein reicher Römer aus der Zitadelle ließ es erbauen. Wie auch immer. Er gab 10.000 Drachmen für einen Boden aus kleinen Steinchen aus. Und das für einen Ort zum Waschen. Wenn ich groß bin, suche ich mir eine Frau, für die ich mich nie waschen muss. Solche Frauen sind schwer zu finden, Ezio. Soll ich auch noch von der Spitze des römischen Bades springen? Okay. Vielleicht muss ich dem Jungen sowas wie Hoffnung geben. Keine Ahnung. Ist jetzt nur, was mir gerade so im Sinn fällt. Okay, dann wollen wir mal zeigen, ne? Ein paar dieser Angsthasen dachten, du verfehlst den Karren. Ich habe nie an dir gezweifelt. Ich war mir selbst nicht sicher, Ezio. Wohin als nächstes? Du bist Ägypter, ja? Mein Vater sagt, ihr betet andere Götter an als wir Griechen. Wir haben ein paar gemeinsam. Wie Serapis. Oh ja, Serapis. Hab von ihm gehört. Apollon ist mein Liebling und er ist griechisch. Er mag Poesie, Musik, Wein und das ganze Zeug. Aber ich finde ihn gut, weil er Pfeil und Bogen hat und gerne jagt. So etwas habe ich noch Machst du auch gesehen. Gerne Bajek? Das oh ja, unmöglich, oder? Ich habe immer mit meinem Sohn gejagt. Durch die Luft wie ein Adler. Wenn du von Apollons Tempel springst, dann sieht er dir vielleicht vom Olympus zu und belohnt mich mit meinem eigenen Bogen, damit ich im Wald Hasen jagen kann. Das würde ich gerne sehen. Okay. Das ist er. Ist Apollon nicht beeindruckend? Wow. Der Tempel ist mal riesig. Aber irgendwas stimmt trotzdem nicht, oder? Papa, Bevian! Wir sehen alle zu! Ich kann nicht hinsehen! Sag mir, wenn es vorbei ist! Er ist so mutig! Habt ihr mal einen gesehen, der so mutig ist? Naja, wie gesagt, eigentlich ist es ja Götterentweihung, also. Naja, egal. Für die Kinder. Okay, und los geht's. Und ich habe ihn gefunden. Jetzt wird Apollon mich sicher belohnen. Geschafft! Du hast es geschafft! Unser Freund Bajek macht das Unmögliche möglich. Auf zum nächsten Sprung. Ich habe einen letzten Sprung für dich, Bajek. Bist du bereit für die größte Herausforderung? Das kommt darauf an. Glaubst du, ich kann es? Ich glaube, du kannst alles, Bajek. Zum Glück sind wir in Ezios Bande. Das ist ja unglaublich. Wenn ich meiner Schwester von heute erzähle. Früher hat sie andauernd mit mir gespielt. Und jetzt himmelt sie nur noch diesen Magistrat Diokles an. Nun, du hast mir eine Herausforderung versprochen. Da oben darf niemand hin, außer den Römern. Aber du siehst aus, als kämst du mit ein paar mickrigen Legionären klar. Bist du bereit, Bajek? Ich präsentiere die Akropolis. Lass dich bloß nicht erwischen! Hera, Göttermutter! Das ist zu hoch! Na los, spring, Bajek! Spring von der Spitze des Turms! Ich darf ihn nicht erwischen lassen, okay? Das ist schon mal witzig. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Solange mich keiner sieht, ist das ja eigentlich Wurst, oder? Würde ich jetzt mal behaupten. Er ist nicht euer Sklave. Er ist ein wichtiger Mann und er hat wichtige Dinge zu tun. Leb wohl, Bajek. Komm wieder, wenn ich älter bin. Dann heiraten wir. Glaubst du, mit etwas Übung können wir auch so springen? Wahrscheinlich nicht. Diesen Tag vergesse ich nie. Wir sollten ihn feiern. Ich ernenne dich hiermit zum Floh von Kyrene. Es ist mir eine Ehre. Mach's gut, Ezio. Und mach keinen Ärger. Ich kann's nicht versprechen, aber ich versuche es, großer Flo. Ich hoffe, du kannst bald wieder mit deinem Sohn jagen gehen. Das tue ich auch, mein Junge. Die Umgebung.
Vielleicht hat ihn ja Ezio an seinen Sohn erinnert. Naja, auf jeden Fall sind wir jetzt in Kyrene. Und ich würde mal sagen, wir werden hier beim nächsten Mal weiterspielen. Ich habe ja eigentlich die Aufgabe, Flavius zu finden. Wo war denn der eigentlich nochmal? Wir sind jetzt hier durch die ganze... Ah, da hinten, genau. Wir müssen da hinten auf jeden Fall hin und dann gucken, wo er zu finden ist. Und ich hoffe mal, dass wir dann bei der nächsten Folge das Spiel dann endlich mal durchzocken können. Aber da versprechen kann ich das leider auch nicht. Mal sehen. Ich weiß auch nicht, ob wir schon stark genug dann sind. Aber das werden wir, wie gesagt, sehen. Es hat mich wirklich sehr gefreut, Leute, dass wir, ja, gemeinsam hier zocken konnten. Und vielleicht sehen wir uns auch bei der nächsten Folge wieder. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Bis dann wünsche ich euch einen schönen Abend, einen schönen Morgen oder was auch immer. Bis denn und tüdelü.